ich hab Style und das Geld. Ich hab Style und das Geld. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werd ich Multimillionär, Dicker. Ey, yo, du studierst Mathe, schön, ich studier Bitches. Ich lauf in die Disco rein, jeder Blick trifft mich. Kein Schulabschluss, doch mein Portemonnaie ist voll. Ich überleg grad, wo die Korken knallen sollen. Die Aktien checken. Oh, super. Ein großes Plus. Kamin ist auch schon an. Super. Was ist das denn schon wieder? Wer sind Sie? Herr, wir sind von den Zeugen Jehovas. Wurden Sie schon gerettet? Was für gerettet? Was labern Sie denn? Wussten Sie schon, dass Sie von Jesus gerettet wurden? Ich wurde gar nicht gerettet. Dank uns. Ich habe hier nur mein Geld und mein Haus und von meinem Grundstück können Sie sich auch schnell verpissen. Denn ich habe alles durch harte Arbeit erlangt. Sie haben hier ein schönes Anwesen, sehe ich. Das könnten Sie alles super fixieren und wenn Sie nur die nötige Vorstellungskraft an Gott haben und... Komm hier, quatsch mich nicht voll, auch von unserem Grundstück. Hören Sie. Wenn Sie in einer Minute nicht unten sind, rufe ich die Bullen. Herr Christoph, hören Sie, nein. Tschüss! Endlich bin ich los. Sowas kommt mir nicht in der Bude. Ja? Wer ist da? Zeugen Jehovas? Was? Woher haben Sie denn meine Nummer? Was fällt Ihnen ein, bei mir anzurufen, so früh am Morgen? Ja, genau, 1 Uhr Mittag. Oh. Ja. Nee, ich will nicht, nein. Ich bin nicht interessiert. Tschüss. Ja. Oh Mann, ist ja wirklich schon so spät. Mist, ich muss zur Arbeit. Mist, ich bin viel zu spät dran. Die Abrechnungen sehen echt gut aus. Freut mich, wenn der Laden läuft. Ja, guten Tag, Herr Grillsführer hier. Ah, okay. Herr Schwing, dein Ding. Das freut mich ja, dass Sie mich zurückrufen. Der R8, der Rote war das, oder? Ich guck kurz in den Unterlagen, ob der noch da ist. Ja, ja, der ist noch da. Der steht bei uns auf dem Hof. Können Sie gerne vorbeikommen und Probe fahren, wenn Sie wollen. Ja, wir haben bis 16 Uhr in der Woche auf. Okay. Dankeschön. Tschüss. Boah, war Arbeit schon wieder anstrengend. Inne, mine, mu und dran bist du. Wer ist das denn schon wieder?
Der schon wieder. Was ist das denn schon wieder? Hallo, ich bin von Zeugen Jehovas. Dürfte ich ganz reinkommen? Ich habe Ihnen doch letztens schon gesagt, dass Sie vor meinem Grundstück verschwinden sollen. Ja, ich will einfach mal reinkommen und mit Ihnen alles besprechen. Ja, warten. Höchstens 5 Minuten. Ich bin in Eile. Ja, ja. Ja, dann kommen Sie rein. Geht schnell. Rein. Darf ich hier meinen Schlappen ausziehen? Ja. Folgen Sie mir ins Wohnzimmer. Okay, Ihnen auch. Kommen Sie her. Danke, mein Herr. Okay. Setzen Sie sich. Ich mache mal ein bisschen romantisch. Das ist schön. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie hier leben wollen, ohne irgendwas zu fixieren. Also Fixierung, das reizt mich schon. Ja, ich weiß, aber da müssen Sie halt zu uns kommen. Wir können das am besten. Mit dem Willen und mit dem Glaube Gottes können Sie das alles tun. Mhm. Ja, okay, dann für mich. Ja, okay, habe ich einen Vertrag vorbereitet. Ach, haben Sie extra schon dran gedacht? Einmal hier der Zeuge unterschreiben, dann müssen Sie unterschreiben, dann müssen Sie, Sie und hier der Zeuge. Also, der Zeuge. Sie. Ach, hier musst du initial gehen, oder? Ja. Okay, initial. Dann willkommen bei den Zeugen Jehovas. Sie haben morgen den ersten Termin um 1 Uhr, ja? Danke sehr. Bitte schön. Tschüss. Ich begleite Sie jetzt nach draußen. Nehmen Sie ja, okay. Hier. Das Dokument müsst ihr hier lassen, das ist sehr wichtig. Ja, dann ich helfe das hier in meine Unterlagen. Ja, okay, ich lege einfach mal hier irgendwo hin, ne? Okay. Dann können wir noch raus. Ich begleite Sie raus. Ja, danke schön. Gehen Sie ruhig vor. Ja. Ich bin sehr froh, dass Sie sich für dieses Angebot entschieden haben. Ja, ich begleite Sie noch nach draußen. Ja, danke schön. So. Danke, mein Herr. Tschüss, schönen Tag noch. Meeting. So eine Verspätung. Oh, der muss noch härter, ey. Oh ja, der muss noch härter. Oh, hallo. Jo, hart genug. Guten Tag, Chef. Ich wollte mich für meine die Entschuldigung versprechen. Nein, Sie sind 3 Stunden zu spät. Wissen Sie das? Ja, ey, das war... Wissen Sie, das war ganz wichtig. Ich war beim Treffen von meiner religiösen Gruppe. Das ist aber auch ein wichtiger Beruf. Religiöser Gruppe? Ja. Gehören Sie etwa einer Sekte an, oder was? Ja, kann man sehen, wie man will. Nee, also sowas, nein, sowas gültigen wir hier nicht. Also nein, das ist die Kündigung. Wollen Sie mich jetzt nicht rausschmeißen? Kündigung. Nach so vielen... Sie können gleich rausgehen hier. Nach so vielen Jahren harter Arbeit für Sie. Sie haben sich immer ein bisschen verspätet, ja? Wisst ihr das? Das addiert sich. Ja. Addiert sich! Mann! Sauladen! Piss dich! Wurde ich noch gekündigt. Nach so vielen Jahren harter Arbeit. Fristlos. Darf man das überhaupt? Am besten rufe ich mal den Tyron an. Der ist ja jetzt Rechtsanwalt. Ja, Tyron. Na, alles klar? Yo. Du, ich habe ein Problem. Ich habe mich in einer religiösen Sekte angeschlossen und jetzt wurde ich fristlos gekündigt. Kannst du mal mit mir die Verträge durchgehen, ob das überhaupt rechtens ist? Ja, kommst vorbei, ja? Jo, Digga, macht's gut. Hau rein. Get a little
Was ist das denn schon wieder? Oh, na? Alles klar? Was geht ab? Hi, guten Tag. Tag. Na? Kommt ins Wohnzimmer. Die Schuhe raus einfach. Ja, weißt ja, woran steht. Ausgezogen, die Schuhe. Setz dich. Jo. So, was liegt auf dem Herzen, mein Freund? Ja, wie ich schon am Telefon gesagt habe, ich wurde gekündigt, weil ich einer religiösen Gruppe angehöre. Sag mal. Hier habe ich den Arbeitsvertrag. Und hier ist die Kündigung, habe ich extra für dich rausgesucht. Ja. Ja, das muss ich mir erstmal in Ruhe durchlesen. Ja, also. Ich habe mir das ja angeguckt. Also, deinen Job bekommst du eigentlich sicher wieder, weil da gibt es ja ganz viele Paragraphen, die das belegen. Nur, das mit dieser Sekte, da kommst du erstmal nicht so schnell raus. Du hast den Vertrag unterschrieben, dass du für 35 Jahre der Sekte beitrittst. Und du musst 2 Millionen Euro an die Sekte bezahlen, weil du die spenden willst. Was habe ich mir da denn andrehen lassen? Du musst immer das Kleingedruckte lesen. Das ist wichtig. Da ist mein Vermögen ja ganz ausgeschöpft. Ja. Das ist jetzt echt eine heikle Situation, mein Freund. Naja. Dann kann ich die Autos ja gleich verkaufen. Ja, die Autos kannst du jetzt erstmal vergessen. Das ist jetzt Nebensache. Jedenfalls darum müssen wir uns irgendwann nochmal kümmern. Aber ich glaube, da kommst du jetzt erstmal nicht so gut raus. Scheiße. Aber das mit dem Arztvertrag, da bin ich mir sicher, das kriegen wir schon hin. Ja, und das hier musst du auch noch beachten. Und ja. Ja, wenn du das hier dir jetzt nochmal genau durchliest, also den Absatz hier, dann, dann kriegen wir das schon hin. Ja, dann gehe ich mit dem Paragraph einfach zum Chef. Genau, das ist eine gute Idee. Okay. Ja, ich begleite dich mal raus. Alles klar. Echt nochmal danke, dass du schnell vorbeigekommen bist. Jo, kein Ding. Kennst du denn den Weg, ne? Ja, verlaufe ich schon nicht. Nette Karre hast du aber echt. Ach ja, das bisschen, ne? Wenn man sonst nichts hat. Mach's gut dann, ne? Mach's gut.